Hallo und willkommen im Eisenbahnmuseum Stellwerk 1. In diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie eine Zugkreuzung hier in Calw ausgesehen hat. Die Nagoldtalbahn ist eingleisig, das heißt Zugkreuzungen können nur in Bahnhöfen stattfinden. Ein Zug von Pforzheim in Richtung Horb muss dann hier warten, bis der Zug aus Horb Richtung Pforzheim auch in Bahnhof eingefahren ist, bevor er dann weiter in Richtung Horb fahren kann. Dazu brauchen wir letztendlich zwei Einfahrten. Einmal die Einfahrt des Pforzheimer Zugs, der jetzt hier aus Bad Liebenzell kommt, auf Gleis 1. Und auf der anderen Seite den Horber Zug, der von Wildberg kommt, auf Gleis 2. Im Augenblick gehört der Streckenblock Richtung Bad Liebenzell uns. Man erkennt das daran, dass dieses Feld hier weiß ist. Das heißt, der Fahrdienstleiter aus Bad Liebenzell kann den Zug noch gar nicht losschicken, sondern wir müssen ihm erst den Streckenblock übergeben. Jetzt ist das Feld rot, das heißt, der Streckenblock gehört jetzt dem Fahrdienstleiter aus Bad Liebenzell und er kann den Zug losschicken. Sobald der Zug bei ihm den Bahnhof verlassen hat, blockt er sein Anfangsfeld. Und damit wird unser Endfeld hier rot. Wir simulieren das durch eine kleine Fernbedienung. Das heißt, jetzt ist der Zug unterwegs. Und wir müssen uns darum kümmern, bei uns die Voraussetzungen für die Einfahrt zu schaffen. Wenn wir von Bad Liebenzell nach Gleis 1 einfahren wollen, gibt es keine Weichen zu stellen, weil das Durchfahrtsgleis ist. Da geht also alles gerade durch. Allerdings müssen wir zwei Weichenriegel setzen, in 2 und 3. Und weiterhin benötigen wir noch den Zustimmungsempfang vom Wärterstellwerk. Auch diese Aktion des Wärters simulieren wir wieder über eine kleine Fernbedienung. Das Feld wird jetzt weiß und damit habe ich alle Vorbedingungen erfüllt, um die Fahrstraße auszuwählen und zu belegen. Das heißt, jetzt könnte ich das Einfahrtsignal auf Fahrt stellen. Für den Gegenzug ist es mir jetzt im Moment nicht möglich, eine Befehlsabgabe an das Wärterstellwerk zu setzen. Das würde hier gehen, von Wildberg nach Gleis 2. Das ist blockiert, weil wir die Einfahrt auf Gleis 1 freigegeben haben und es keinen Flankenschutz gäbe für die Einfahrt nach Gleis 2 von der anderen Seite, wenn unser Zug hier aus irgendwelchen Gründen durchrutschen würde, über den Bahnhof hinaus, würde er dann mit dem Gegenzug zusammenstoßen. Das heißt also, die Einfahrt von der Wildberger Seite ist im Moment doch blockiert, solange wir hier auf Gleis 1 fahren. Ich kann jetzt die Einfahrt setzen. Das Hauptsignal geht im Winter sehr schwer, aber es funktioniert. Und nun kann der Zug einfahren. Von der eigentlichen Einfahrt bekommen wir jetzt nicht viel mit. Der Computer simuliert im Hintergrund die verschiedenen Schienenkontakte, die befahren werden und wieder freigegeben werden. Und sobald das abgelaufen ist, können wir das Einfahrtssignal wieder auf Halt setzen. Das heißt, wenn unser simulierter Zug im Bahnhof angekommen ist. Jetzt hat man auch kurz gesehen, dass der Wärter seine Mitwirktaste betätigt hat. Also aus Sicht des Wärters ist alles in Ordnung. Aus seiner Sicht ist die Fahrt abgeschlossen.
Signal wird auf Halt gesetzt. Und über die Fahrstraßenauflösung ist die Fahrt jetzt abgeschlossen. Ich kann also jetzt die Fahrstraße wieder zurücknehmen, den Zustimmungsempfang zurückgeben und natürlich muss ich auch das Endfeld zurückblocken vom Streckenblock, sonst ist dort auf dieser Strecke keine Weiterfahrt möglich, weil die Quittung fehlt, dass die Strecke jetzt wieder frei ist. Und jetzt erst kann ich dann die Einfahrt nach Gleis 2 als Befehlsabgabe an das Wärterstellwerk durchgeben. Hier sieht man von unserer Seite aus jetzt überhaupt nichts. Das Einzige, was jetzt passiert, ist auch, dass der Computer im Hintergrund die Aktionen des Wärters simuliert. Das heißt, also er macht im Prinzip das Ähnliche, was wir jetzt hier gemacht haben. Und man hört nur das Klacken der Sicherungsrelais, die also zum Beispiel dann Signal wurde gesetzt, Schienenkontakt wurde befahren, Signal wurde zurückgesetzt, simuliert. Und sobald diese Fahrt abgeschlossen ist, das heißt der Zug eingefahren ist, werden wir noch über die Mitwirktaste das quittieren, dass von unserer Seite aus alles in Ordnung ist. Und dann wird diese Fahrt irgendwann abgeschlossen sein. Man sieht es daran, dass der Wärter die Befehlsabgabe zurückquittiert. Jetzt sind beide Züge im Bahnhof. Ich nehme die Befehlsabgabe zurück. Und jetzt muss im Prinzip das Umgekehrte passieren. Das heißt also, Gleis 2 ist von Wildberg gekommen, muss jetzt nach Bad Liebenzell weiterfahren. Das heißt, ich brauche jetzt Gleis 2 nach Bad Liebenzell, diese Fahrstraße. Und das benötigt die Weichen 4, 5, Riegel 3 und das Hilfssignal 2. Das heißt, ich kann jetzt diese Fahrstraße setzen. Allerdings gehört mir im Moment der Streckenblock nicht. Das heißt, ich muss noch den Streckenblock anfordern. Damit ich den Zug überhaupt losschicken könnte. Als nächstes muss ich die Fahrstraße nach Liebenzell festlegen und kann dann das Ausfahrtsignal auf Fahrt stellen. Wieder über den Computer simuliert, dass der Computer ausfährt, die Streckenkontakte betätigt. Man hört dann die Relais klacken von der Sicherungstechnik wieder. Man hat jetzt gehört, dass das freigegeben wurde. Das heißt, der Zug ist ausgefahren. Das Signal wird wieder auf Halt gestellt. Und
jetzt muss ich natürlich mein Anfangsfeld blocken, um zu signalisieren, dass der Zug auf der Strecke ist. Und kann dann die Fahrstraße bei mir im Bahnhof wieder auflösen. Als letztes muss ich dann noch den Zug, der auf Gleis 1 steht, in Richtung Wildberg losschicken. Das passiert natürlich auch wieder im Wärterstellwerk. Das heißt, auch hier habe ich dann nur eine Befehlsabgabe. Gleis 1 nach Wildberg. Mit der Befehlsabgabe an das Wärterstellwerk passiert erstmal auf unserer Seite nicht viel. Man hört nur ab und zu mal das Klacken in der Sicherungstechnik, wie die verschiedenen Signale gesetzt werden und Schienenkontakte befahren werden. Und sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird der Wärter die Befehlsabgabe wieder rückblocken. Und damit ist auch diese Zugfahrt abgeschlossen.